Das hier ist Maseratis Gran Cabrio in der Trofeo-Variante mit Nettuno V6. Der rosane hier ist der Folgore, zu Deutsch Blitz, also die Version mit drei Elektromotoren und damit eben eins der ersten Elektro-Cabrios überhaupt. Zum Vergleich fahre ich die beiden fast 5 Meter langen Stoffhutträger auf derselben Landstraße. Angefangen mit dem Trofeo, 3 Liter Hubraum, Biturbo, 550 PS und Allradantrieb mit elektronisch geregelter Sperre hinten. Die VMAX gibt Maserati mit 316 km/h an, das Leergewicht mit 1895 kg. Das V6 Cabrio ist somit 445 kg leichter und in der Spitze 26 km/h schneller. Außerdem ist der Verbrenner sogar teurer, 235 zu 209.000 Euro. Die Lenkung ist hier tendenziell A leichter, aber B auch mitteilsamer. Aber der fühlt sich hier, obwohl du im Elektroauto schon ziemlich viel Präzision drin hast, fühlt er sich hier einfach, der ist einfach leichtfüßiger, ne? Obwohl der Richtungswechsel im Elektroauto auch, der geht wirklich zackig, ne? Also das ist beeindruckend gut gemacht. Aber hier, das ist einfach leichtfüßiger und das macht jede Menge Bock. Aber die Richtungswechsel werden hier tendenziell, funktionieren die nicht zackiger als im Elektroauto. Eher vielleicht, also wirklich in Haaresbreite langsamer. Aber das mag auch am höheren Schwerpunkt liegen. Hier war jetzt gerade mal ein bisschen auf dem Gas ein kleines bisschen untersteuern. Da kann er es auch hier an der Hinterachse ja natürlich nicht ganz so raffiniert lösen wie das Elektroauto, dass an der Hinterachse ja zwei Motoren hat. Scheint mir hier aber auch primär ein traktionsstarkes Auto zu sein. Also der ist jetzt nicht sofort dabei, dass er mit dem Heck schwänzelt. Ist aber auch der Leistungsaufbau. Also wenn ich hier jetzt im dritten Gang bei knapp 3000 Touren drauf gehe, dann dauert das schon einen Moment, ehe der Ladedruck da ist. Jetzt aus der 2. Ja, da ist, du musst erstmal so ein bisschen gleich Schleppgas schon vor dem Scheitel und dann hast du ein sehr gutes Ansprechverhalten. Aber ja, hier, das ist bei 3000 Touren, da erwartest du eigentlich, dass das schon bei Volllast dann ein bisschen mehr kommt. Der Klang ist schön. Und jetzt bin ich einfach wirklich richtig gespannt, wie im Vergleich das Elektroauto auf derselben Straße fährt. Der Akku des E-Cabrios fasst brutto 92,5 Kilowattstunden und lädt laut Maserati in 18 Minuten von 20% auf 80% und das mit maximal 270 Kilowatt. Die drei Motoren können jeweils maximal 300 Kilowatt leisten. Der Akku bewerkstelligt kurzzeitig eine Systemleistung von 830 PS und sonst von bis zu 750. Über Land fühlt sich der Vortrieb jetzt nicht ganz nach diesen mächtigen Zahlen an. Heftig vorwärts geht's trotzdem und im Zweifel ist sowieso spannender, wie gut klappt das Torque Vectoring mit den beiden Hinterachsmotoren. Die Leistungsentfaltung hier, was ich hier schön finde, selbst im aggressivsten Modus, ist das nicht ganz so bekloppt abgestimmt, wo du drauf gehst und dann sofort der einfach völlig eskaliert. Also der ist schon sehr, sehr schnell trotzdem. Aber da gibt es noch sowas wie einen Leistungszuwachs. Und hier ein kleines bisschen Heckschwänzelei gibt es ja auch. Das fährt sich schon schön. Was mir fehlt, ist die Schalterei. Das finde ich zum Beispiel beim IONIQ 5N gut gemacht. Und das ist da tatsächlich ein Fahrspaß-Plus. Aber hier bei dem Tempo, was man... Der dreht hier wirklich schön ein auf dem Gas. Das geht deutlich besser als mit dem etwas zögerlich ansprechenden Nettuno-Motor V6. Hier zum Beispiel in der Kurve, da war jetzt relativ viel Last drauf und du hast da keine Veränderung in der Lenkung gespürt, die eigentlich da sein sollte. Aber da kommt schon wieder so ganz leicht das Heck, reduziert den Lenkaufwand etwas. Bleibt dabei super freundlich, das ist leicht zu kontrollieren. Das kommt nicht plötzlich, das kommt sehr weich und nicht übermäßig
Und das war hier, da war, wo ich im Trofeo schon mal so einen leichten Untersteuerer hatte. Sehr leicht, also alles gar kein Problem. Und bei so einem GT anders nicht zu erwarten. Kriegst du hier eigentlich, du merkst, dass er gleich vorne ein bisschen drüber schubsen würde. Aber hier wandelt er das dann immer mit dem Torque Vectoring hinten in leichtes Leistungsübersteuern. Es ist cool gemacht. Zusammengefasst kontrolliert der Folgore sein Gewicht beeindruckend sportlich, streckt im Corsa-Modus fast nach Belieben das Hinterteil nach draußen und bietet bauartbedingt ein sofortiges Ansprechverhalten. Tja, und daran hapert es halt ein wenig beim Netuno V6. Dafür fühlt sich der Trofeo erheblich leichter an und ist in Wechselkurven dann doch spürbar überlegen. Außerdem liefern die riesigen Schaltwippen mit mittelfestem Klickwiderstand eben einen immensen Unterhaltungsfaktor. Und dazu gibt es im Maschinenraum eben Explosionen, ja, und Explosionen, die führen eben zu entsprechend herzerwärmenden Geräuschen. Aber während sich der Trofeo mit dem 911 Turbo oder Roma Spider auseinandersetzen muss, ist der Folgore eben bisher konkurrenzlos. Ja, und Fahrspaß kann er ja, ganz besonders für ein E-Cabrio. Von daher, mindestens war ein sehr, sehr guter Einstand.